Herzlich willkommen, Freunde. Nach einer kleinen Pause geht es natürlich auch weiter mit Metal Gear Rising. Das Spiel wollte ich ja noch storymäßig auf jeden Fall zu Ende bringen. Denn es fehlt noch was. Und zwar steht hier neues Spiel Jetstream und neues Spiel Blade Wolf. Dann nehmen wir doch gleich mal hier den neues Spiel. Ja, ich hatte da schon mal eine Spieldatei gehabt, was aber eher daran lag, dass ich da einen Aufnahmetest gemacht habe und das dann mir ein bisschen vor die Hunde gegangen ist, sagen wir es mal so. Daher war das dann eher dann mein Problem. So, wir sind jetzt hier Jetstream, der ein paar Besonderheiten hat. Und zwar, abgesehen, dass er hier so schön rennen kann, beherrscht einen Doppelsprung. Was richtig cool ist. Ich kann mich auch hier mal ganz oben hinstellen. Kann man da eigentlich raus? Oh, schade, schade. Na, ist aber gut. Zum Kampf kommen wir gleich noch, was der alles kann. Also, Doppelsprung, schon mal eine coole Besonderheit. Zu der nächsten kommen wir gleich, weil das Tutorial hat auch noch was, was kampfmäßig angeht, weil der hat ein bisschen anderes Handling als Ridley. Ja klar, Ridley natürlich, meine ich. Ridley, bams. So, er kann ja mit Y ganz normal schwache Angriffe machen, auch wenn das hier ein bisschen heavy aussieht für schwache Angriffe. Und natürlich seinen starken Angriff. Sein starker Angriff ist aber keine Combo, wie man hier sieht. Ich kann die spammen ohne Ende. Das ist keine Combo. So, das hier ist die BAMS! Ey, Mann! Kann ich das auch so auf ihn richten? Nein. Okay. Geh mal zurück. Nee. Also ich wollte eigentlich das hier mal machen. Zack! Also das kann er. Obwohl ich da... Ich frage, ob ich den Charge-Angriff öfters verwenden werde. Bams! Das zieht natürlich. Okay. Der kann es auch auf den Boden richten. Keine Ahnung, wie ich das nebenbei gemacht habe gerade. Ich habe das Tutorial zwar gespielt, aber nur bis halt mein Test da vorbei war. Gut. Und was wir auch können, wir können Feinde verspotten. Dadurch verlieren sie jegliche Deckung und sind relativ schnell im Arsch, wie man hier gerade sieht. Aber halt, wir sind in dem Spot dann auch ein bisschen. Ich will jetzt gerade mal ausprobieren, wie ich das gerade gemacht habe mit dem nach unten richten. Nein. Ach so, das ist das, wenn ich das nicht, oder? Okay, wenn ich es nicht vollständig charge wahrscheinlich, wa? Genau, wenn ich nicht vollständig charge, macht er das nach unten. Gut zu wissen. Ihr seid nicht mehr wütend. Okay, jetzt seid ihr wütend. Ah, betäubt. Bei Ryan steht KI-Fehler immer dann. Und meine Energie, glaube ich, war gerade low. Ja. Naja, ist egal. Ist ja nur so ein bisschen rumexperimentieren. Wow. Cherry blossoms. Yeah. I take it you're not a fan? No. They make me sick. I knew Johnson's team was working on some fancy pants new reception area. But Jesus. When I get my hands on that candy ass, he'll be lucky if he can even carry his box of shit out of the building. Is it really so horrible? They're only trees. They go from full blossom to bare in a week. One fucking week. Everywhere in DC you hear, oh, it's so fleeting and beautiful. Pathetic. What do you think? Nature is just nature. Not beautiful, not ugly. The wind blows, the flowers float away. It's simply how things are.
In any case, Minuano should be close. Minuano, the cool Brazilian wind. Ooh. AKA Jetstream Sam. What do you think you're doing, buddy? Well, what do we have here? Oh. This? Ach, ist die Kanalisation. Okay. Ich habe mich schon gefragt, was stellt sich ihm hier in den Weg so nebenbei? Sprint. Boah, cool. Okay. Hier haben wir schon mal was. Wie war das nochmal? So war das, genau. Ja, er kann verspotten. Ah, okay, hier hat er auch sekundäre Sachen. Okay. Da sonst noch was? Außer das hier wahrscheinlich. Warte mal. Das. Und halt die Brise. Okay. So, die Frage, die sich mir halt stellt, was hat er, oder wen hat er als Feind? Außer müssen wir, oder müssen wir jetzt Raiden bekämpfen? Oh, was haben wir denn da oben? Schickes. Er hat eh Doppelsprung, darf ich nicht vergessen. Wie ist denn die Nummer? Nanopaste, genau. Haben wir einmal Nanopaste schon mal. Schick. Ah, die Polizei ist ein Feind. Na komm. Wir rennen einfach, hm? Und mal gucken. Oh yeah. Und Beams! Boah, coole Sache. Okay, da muss ich schneller reagieren. Das ist echt cool. Denn sein Kampfstil. Oh, was haben wir denn hier? Eine Granate. Das ist sein Feind, die Polizei, so gesehen. Na gut. Ach. Gehen wir auf den Zeiger. Ah, das Ding hat einen Flammenwerfer da unten. Oh, cool. Der Doppelsprung eben. Da. Aber hierhin kannst du mir nicht folgen, oder? Hm. Okay, jetzt ist nur noch Achtung. Jetzt sollte der Typ langsam aufhören, da gegen die Wand zu fahren. Kann ich dich auch töten so? Nee, er hat keinen Finisher-Move. Zumindest nicht von oben gegen den. Hm. Ist auf mich aufmerksam geworden. Ich gehe mal hier und hol mir das. So, was haben wir denn hier? So.
Okay, dann eben so. So, was haben wir denn? Ausdauer. Mhm. Naja, viel Spaß da unten. Schau mal ab. Okay. Kommt er auch hier hoch wieder? Der Flammenwerfer macht mir eh nichts hier oben. Was haben wir denn hier? Flammenwerfer-Fuzzi, kannst du mal wieder da abhauen? Ich will mich noch die Box unten öffnen. Hau ab. Hau ab. Kannst du mal deine Waffe wegstecken? Danke. Mach mich ganz kürzer. Tschüssi. Viel Spaß noch. Oh. Guck mal hier. P-Granate. Da hinten ist noch was zum Reparieren. Wenn ich mir nicht alles täuscht. So, reagiert er auf mich? Nö. So. Ich sollte nur gucken, dass der Soldat mich jetzt nicht, der mich gerade ein Auge bekommen hat, mich nicht weiter verfolgt. Nee, tut er nicht. Sehr schön. Achtung, ja, Aktion. Gibt es hier hinten noch was? Oh, da oben. Ich sehe das doch. Okay, haben wir hier. Ich glaube, wir haben erstmal alles abgegrast. So, der gelbe Knopf. Okay. Kannst du den zumindest assassinieren oder so? Der hat keine Moves, wo er den Gegner so finisht. Dann machen wir es ihm so! Beams! Huh. Oh, was haben wir denn da? Da ist noch einer. Oh, da sind noch ein paar. Zack! Warte mal. Ich kann doch verspotten. Oh, ihr seid eine Schlange wütend. Kann das sein? Au! Ja, ist gut. Ich würde hier gerne mal bitte raus. Irgendwie hänge ich hier gerade fest. Oh, ich hab deinen Arm abgerissen. Sehe ich grad. So. Viel Spaß. Na? Na? Jetzt bereust du es, hä? Nochmal ein bisschen spotten. Okay. Bereiten wir sein Dasein ein Ende. Wird wahrscheinlich kein guter Rang sein. Ja, B-Rang kann schon leben. Maybe I should give it a try. So. Wieso soll ich den nicht aktivieren? Warum fragt er mich das? Achso, ich muss sie direkt machen. Ah. Jetzt bin ich ja immer das gewohnt. Und. Nimm, so wollte ich das eigentlich nicht machen. Oh, da hat jemand einen Granatwerfer. Bidibum. Boah, was halten die denn aus? So. Achso, wartet mal. Stimmt ja. Ich kann das ja auch anders da. Nein! Lass mich los! Wie war das? Wie war das? Wie ging das nochmal? Ich soll mit Granate werfen. Boah, die halten hier echt viel aus. Was seid denn ihr für Gegner? Oh, Beams!
Sag mal. Ach so. Muss ich das machen oder was? Scheinbar. Was? Och nö. Hier. Das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen mit einem Charakter, mit dem ich mich überhaupt noch nicht zurechtfinde. Hier. Vor allem dann Gegner zu haben, die ich... ja, toll. Die Kamera hat sich so verschoben gerade. Die ich nur auf diese eine Art und Weise besiegen kann. Ja. Ich glaube, ich verkacke hier voll. Ja. Gib mir deine Energie. Aber sowas von schnell her. What the fuck, ey. Was? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ja, und die Kamera dreht sich mal wieder so genial. Ist gut. Boah. Ich war froh, als ich Raiden die andere Waffe hatte. Och, ihr seid... Hey, hallo? Nein. Was soll ich denn machen? Ja, das war's. Bin ich jetzt auch aus der normalen Mission rausgeflogen oder nur aus dem VR-Ding da? Nee. Ja. Boah, mit einem Charakter, den ich jetzt nur bisher... Ist jetzt mein Ding weg? Ey, das ist ja echt scheiße. Jetzt ist auch das ist Nanopaste weg. Weil ich... Wer kommt hier rein mit dem Charakter und dann musst du schon so welche Charaktere, also Gegner besiegen, die du mit diesem Charakter jetzt doch überhaupt keine Erfahrung hast. Ich bin jetzt auch auf Raiden sein Kampfstil angewöhnt und nicht das hier. Naja, egal.